Oma? Die Toilette raucht. Schnell! Was machst du denn? Mama! Die Toilette raucht. Die Toilette raucht. Die raucht. Die Toilette raucht. Schatz! Komm mal bitte schnell. Ja. Die Toilette raucht. Wie die Toilette raucht? Ja, guck mal. Alter, dann gib mir doch mal Feuer. Geil. Mama, die Toilette raucht. Wie die Toilette raucht? Die Toilette raucht. Ah. Papa, irgendwas stimmt mit der Toilette nicht. Irgendwas stimmt mit der Toilette nicht. Da kommt Rauch raus, ist es normal? Die Toilette raucht. Die Toilette raucht. Ich mache gerade schon ein Video davon. Guck mal. Ja. Die Toilette, die raucht, komm mal! Die Mutter, mir was ist das? Komm! Schatz, die Toilette raucht. Ja, komm mal her. Hey Leute, ihr kennt ja bestimmt diesen Prank mit Oh mein Gott, Mama, Papa, die Toilette raucht. Ich versuche jetzt meine Eltern mal damit zu pranken. Was wir dafür brauchen, zeige ich euch jetzt. So, einmal schnell ins Badezimmer gehuscht. Wir brauchen einmal 2 Rollen Klopapier und eine Küchenrolle. Ihr nehmt die Küchenrolle und packt sie in die Toilettenschüssel. Ungefähr so. So, ihr macht die Toilette auf, nehmt dieses Klorollending, stellt das hier so hin und macht dann den Klodeckel wieder runter. Halt so. Dann nehmt ihr die beiden Klorollen und stellt die halt so hin, ohne dass sie runterfällt. Sieht dann ungefähr so aus. Okay, also so sieht jetzt meine rauchende Toilette aus. Die Reaktion von meinen Eltern, wenn es funktioniert, zeige ich euch im nächsten Video. Das heißt, bleibt auf jeden Fall dran. Oh mein Gott, ich bin so gespannt, ob das funktioniert. Also schaltet das nächste Video ein. Es kommt ungefähr in einer halben Stunde. Also bleibt dran. Hey Leute, ihr kennt ja bestimmt diesen Prank mit Oh mein Gott, Mama, Papa, die Toilette raucht. Ich versuche jetzt meine Eltern mal damit zu pranken. Was wir dafür brauchen, zeige ich euch jetzt. So, einmal schnell ins Badezimmer gehuscht. Wir brauchen einmal 2 Rollen Klopapier und eine Küchenrolle. Ihr nehmt die Küchenrolle und packt sie in die Toilettenschüssel. Ungefähr so. So, ihr macht die Toilette auf, nehmt dieses Klorollending, stellt das hier so hin und macht dann den Klodeckel wieder runter. Halt so. Dann nehmt ihr die beiden Klorollen und stellt die halt so hin. Ohne dass sie runterfällt. Sieht dann ungefähr so aus. Okay, also so sieht jetzt meine rauchende Toilette aus. Die Reaktion von meinen Eltern, wenn es funktioniert, zeige ich euch im nächsten Video. Das heißt, bleibt auf jeden Fall dran. Oh mein Gott, ich bin so gespannt, ob das funktioniert. Also schaltet das nächste Video ein. Es kommt ungefähr in einer halben Stunde. Also bleibt dran. Komm mal bitte schnell. Komm mal. Komm mal schnell, das Klo qualmt. Okay Leute, jetzt ist es soweit. Ich werde jetzt zu meiner Mutter gehen oder zu meinem Vater, je nachdem, der gerade Zeit hat, und werde sagen, Hilfe, die Toilette raucht oder sowas, keine Ahnung. Und dann gehen wir halt zusammen ins Badezimmer und sie sieht das. Ich bin so gespannt, ob das funktioniert, Leute. Ich bin so gespannt. Okay, gehen wir jetzt mal raus. Papa, die Toilette raucht. Die Toilette raucht. Du rauchst auch. Nein, guck sie dir an, komm schnell. Was? Die Toilette raucht, aber du darfst nicht hingehen. Papa muss gucken. Die Toilette raucht. Ja, die Toilette raucht, wirklich. Nein, Janik.
Die Toilette raucht. Ja, geh weg, die Toilette raucht. Komm her. Die Toilette raucht. Geil. Du bist bescheuert. Okay, Leute, es hat nicht so funktioniert, wie ich gedacht habe. Aber ja, ich habe es versucht. Mama, komm mal schnell. Die Toilette raucht. Die Toilette raucht. Wieso raucht? Bist du doof oder was? Papa, komm mal schnell. Papa, das Klo raucht. Papa! Was? Das Klo raucht! Was? Oh, ist so blöd. Die Toilette raucht! Fritzi! Die Toilette raucht! Komm mal schnell! Was hast du gemacht? Komm schnell, die raucht! Guck mal, die Toilette raucht! Marlon, komm mal schnell, die Toilette raucht. Komm schnell! Komm! Papa, ja. Die Toilette raucht, guck mal. Ich wusste das schon. Echt, ey. Mama, komm mal. Die Toilette raucht.